Wir wollen heute Saugertuning machen. Fächerkummer drin, ich habe einen Zellencut drunter. Ich gehe da bestimmt 20 PS, vielleicht sogar mehr. Hier. Tausend Watt! Heute habe ich meine Brille nicht dabei. Sammelt euch deine Brille? Ja, klar. Dankeschön. Corona nichts am Start? Nein, okay. Alles gesund. Ich achte drauf. Okay. Ja, ich muss sowieso mit dir fahren, von daher. Machst du schon? Ja. So, willkommen bei Kfz50. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um meinen Golf 3 VA6. Was machen wir heute? Ja, interessant. Wir sind bei mit dir. Es gibt keine Hand, weiß Bescheid. Keine Umarmung heute. Keine Umarmung, kein Küsschen, weiß Bescheid. So, wir machen heute, ihr wisst ja Bescheid, wir haben ja ein Rennen mit Race City und Co. Es kommen ja ein paar andere YouTuber. Dings ist ja auch herzlich eingeladen, hier mit dir ist ja auch herzlich eingeladen. So, und wir wollen heute Saugertuning machen. Ist das eigentlich möglich mit dir? Ja, das werden wir mal sehen. Also ich denke schon, dass da einiges geht. Vor allem, weil das ja auch ein Auto ist, was ein bisschen älter schon ist. Früher gab es nur 95 Oktan. Ja. Ich habe auch gerade noch im Tankdeckel geguckt, der wurde hier, also sollte man 95 Oktan tanken, also das normale Super. Und heute gibt es ja wesentlich besseren Sprit. Also 98 Oktan gab es damals auch schon. Jetzt gibt es da mittlerweile 100 und 102 Oktan, sogar schon an Tankstellen. Da wird allein schon einiges an Zündungen halt gehen. Mit Lambda wird man auch ein bisschen was rausbekommen. Und wie sich das am Ende bemerkbar macht, also ob das Auto tatsächlich schneller wird, das wollten wir mal messen mit einer Zeitenmessung am besten. Genau. Ja. Also in dem Fall, was für dich ja wichtig ist für das Rennen, dass du auch tatsächlich schneller wirst mit dem Auto. Ja. Wir haben zwei ernstzunehmenden Gegner. Den einen darf ich noch nicht sagen, der andere ist ein Honda Civic. Und ich habe noch gehört, irgendwas mit Opel Corsa kommt auch noch mit. 2 Liter irgendwas, habe ich auch noch gehört. Das wird ja ein richtiges Starterfeld. Ja, und ich habe ja gesagt, ich muss hier auch was machen. Ich habe ja hier Fächerkummer drin, ich habe einen Zellencut drunter, höchstwahrscheinlich, wissen wir nicht. Kann auch 100 Zellencut sein, ich weiß es nicht. Und ja, und wir wollen einfach mal schauen, was der mit dir hier rausholt an Leistung. Was meinst du jetzt? Ich sag mal so aus Erfahrung. Was würdest du sagen? Hast du eigentlich schon mal sowas gemacht mit dir? Also VR6 habe ich selber noch nicht gemacht. Noch nicht gemacht. Also einen reinen VR6, VR6 ja. Turbo schon. Aber jetzt als Sauger noch nicht. Aber wollen wir mal sehen. Also ich denke, leistungsmäßig gehen da bestimmt 20 PS, vielleicht sogar mehr. Sogar noch, hast du gerade gesagt, da war schon jemand dran. Höchstwahrscheinlich. Der Vorbesitzer hat sich ja bei mir gemeldet und hat gesagt, der soll angeblich auch irgendwas mit 200 PS haben. Wir wissen es nicht. Und jetzt kommt das Interessante, mit dir wird das auf seinem Kanal einmal messen, das Ganze, und gucken, dass wir echt die 200 PS haben. Machst du ja, ne? Ja, wir haben eigentlich vor, die ganze Prozedur, also alles, was wir machen, dann einmal zu zeigen. Ja. Aber das machst du auf deinem Kanal dann. Aber wer nicht mit dir abonniert hat, einmal mit dir abonnieren, weil ich habe ihr damals euch gefragt, ey, soll mit dir einen YouTube-Kanal machen? Und der Arme hat jetzt einen YouTube-Kanal gemacht, dank mir, und keiner abonniert hier, was ist los? Hier, einmal bei dem hier. Aber das zeigst du sowieso alles bei deinem Kanal. Ich bin erstmal gespannt überhaupt, dass er die 200 PS hat und was du da rausholst und wie er sich danach fahren lässt. Das ist wichtig. So, wir wollen auch nicht lange reden. Wir fahren jetzt ein paar Runden und dann machen wir eine 0 auf 100 Messung jetzt und dann später auch nochmal 0 auf 100 Messung. Ja, wir müssen jetzt eine Strecke finden. Komm, fahren wir noch. Fahren wir, alles klar.
Aber das ist unsere 100, 0 auf 100 Strecke, ne? Zweite Messung. 0. Was du überhaupt da rausholen kannst, aber ich bin mir sicher, wenn einer was rausholt, dann du. Tob dich aus. Ja, das werde ich wohl tun. Wenn mach einfach, guck. Wir versuchen für so ein altes Auto nochmal richtig was rauszufahren. Ja. Also ich vermute, dass wir vielleicht unter 8 kommen könnten. 8? Ja. Mal probieren. Ja. Aber ich muss ja sagen, ich bin jetzt zweimal schlecht gestartet mit dir. Hast du ja selber mitgekriegt. Ja, also man kann einen viel besseren Start hinkriegen. Ja, wobei so sanfte Starts nicht immer unbedingt schlecht sind, weil wenn nur die Räder durchdrehen, dann bist du auch nicht unbedingt schnell. Ja. Aber wir haben jetzt extra dreimal gemacht. Wir haben es dreimal gemacht. Ne? Tank siehst du ja, bis zum ersten Strich machen wir beim nächsten Mal genauso. Guck, dass du dein Kilo hältst. Ich gucke auch, dass ich mein Kilo halte. Und ich habe nur 3 Brötchen heute gegessen nebenbei. Guck, dass du auch beim nächsten Mal genauso viel isst. Ja. Das ist einfach ein Traum. Cabrio ist bestimmt auch geil, wenn das Dach offen ist. Dann hörst mein Cabrio ist hammergeil. Hammergeil. Das ist noch besser, weil das Geile ist, du kriegst ja noch ein bisschen Wind. Sound du hörst ja noch mehr, ja. Keine Scheiben. Obwohl alles original ist bei dem. Jetzt stell dir mal vor, die Anlage da drunter,
Und dann Dach auf. Und dann noch Turbo. Also der hat jetzt keinen Turbo, aber der wird irgendwann einen kriegen. Ja, den kriegst du ja wieso? Mein VH6 Turbo machst du ja. Erstmal Lupo, ne? Ja, der Lupo ist zuerst dann. Also VH6 ist hinten dran. Lupo machst du ja. Auf GTX. Guckst jetzt, wie viel nur davon. Ja, das interessiert mich auch. Also wir haben drei Messungen gemacht. Einmal war 9,2, 8,8, 8,6. 8,8 habe ich leider nicht aufnehmen können. Haben wir vergessen drauf zu drücken. Oder der hier. Und die 8,6 war mit dem schwächsten Start. Ne? Das war der schwächste Start. Der hat nicht einmal und irgendwas bisschen berghoch durchgedreht oder so. Und ein bisschen berghoch war das. Der erste war ja schon ein bisschen radikaler, aber das war die langsamste Zeit eigentlich, ne? Ja, aber weißt du auch warum? Weil ich in den dritten noch geschaltet habe. Ja, stimmt. War ja mein Fehler. So, hast du geguckt? Nee, ich hab's noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie viel der auf 0 auf 100 Serie ist. Wir haben mit zwei Personen auf jeden Fall, haben wir, ja, ich sag mal 8,6 Sekunden für den Sauger, 0 auf 100. Und ganz leicht berghoch, ganz leicht, so ganz leicht. Also ich schätze mal, wenn wir bergrunter so oder gerade Strecke haben, ist locker, um einen perfekten Start hinkriegen, locker 7,5 Sekunden. Locker. Ne? Ich finde es jetzt hier auf die Schnelle nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Müssen wir mal raus. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall an. Vielleicht weiß es ja auch jemand. Oder schreibt es in die Kommentare. So, mit dir. Wir sehen uns dann Ende der Woche. Ne? Ende der Woche haben wir es fertig. Dann. Genau. Und du ladest natürlich ein Video hoch, wie du das alles machst. Ne? Wie zum Beispiel, machen wir. Mach's ja. Und dann eine Eingangsmessung machst du dann auch. Ne? Weil ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie viel PS das Ding hat. Ob er echt seine 200 PS hat. Und ob wir später, egal wie viel PS wir haben, da drüber sind oder da drunter. Es kann ja auch sein. Ne? Es kann auch sein, dass der Wagen viel, viel besser anspricht. Und sogar bessere Zeiten haben, aber weniger PS hat später. Kann auch sein. Ne? Oder andersrum. Oder anders. Das Ding hat ein bisschen mehr als 200 PS. Fächerkrümmer hat der, Cut wissen wir nicht, ob der voll ist. Nullzellen-Cut wissen wir alles nicht. Und ja, das wissen wir nicht. Ne? Was ich nur sagen kann, ich habe auf jeden Fall super, super getankt gehabt. Kein Super Plus oder 102, als ich den abgeholt habe. Und mit dir macht das auf jeden Fall. Der Tank ist so gut wie leer. Er wird den auf jeden Fall 102 Oktan tanken und dann Rest wird er auf seinen Kanal sehen. Und wenn ihr schon bei seinem Kanal seid, dann könnt abonnieren. Ihr mal abonnieren. Ne? Kostet nichts. Und mit dir sowieso. Wenn es um 1.8T geht und, was heißt 1.8T, du machst alles von mir. Ob es ein Diesel ist, ob es ein Dings ist. Alles, und ja. Und das Geile ist, es gibt noch mit Channel, mit dir und ich machen noch ein Projekt zusammen. Das wird geil. Also Channel, Mr. Dude. Ja? Ist noch ein bisschen geheim. Wir suchen noch ein bisschen was und später sagen wir, was Sache ist. Aber das wird auf jeden Fall kein Benziner sein. Das nächste schnelle Auto. Da werden wir ein Projekt machen. Da freue ich mich schon. Ja? Ja, ich bin auch gespannt, auf jeden Fall, ja. Ja. Corona, weiß Bescheid. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzettel. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.